Hallo zusammen, Leute. Das Apex DLC für Arma 3 wird in circa 3 Wochen released und alle, die das gute Stück schon vorbestellt haben, was für mich natürlich ein Muss ist, haben jetzt schon Möglichkeit, sich die ganzen Sachen in-game anzugucken. Im Prinzip so ein Sneak Preview. Ja, und ich habe mir gedacht, ich habe einfach mal ein paar der neuen Fahrzeuge geplantet, beziehungsweise immer das gleiche. Das ist das Quilin. Naja, wie auch immer man das aussprechen soll. Und ich habe mir hier mal ein paar Waffen bereitgelegt und habe mir gedacht, ich teste mal ein paar der Waffen, denn es gibt einige neue Sachen, die es so vorher in Arma noch nicht gab. So, fangen wir mit der Protector 9mm an. Wer sich ein wenig mit Waffen und Shootern auskennt, wird sofort erkennen, dass die in echt nicht so heißt, sondern das ist die MP5 K von Heckler & Koch ist. Und ja, ist eine 9mm, ähnelt der Sting und der Vermin ein wenig. Wenn man hustet, ist er leer, aber sie macht auch kaum Schaden. Ich werde euch das mal demonstrieren. Ich weiß, man sollte außen auf die Reifen schießen, dann ist zumindest ein Mythos, wie viel da dran ist, weiß ich nicht, aber ein ganzes Magazin um Reifen. Ich habe es eben einmal mit 28 Schuss geschafft, einen Reifen platt zu schießen. Naja, dann habe ich auch noch ein paar Targets geplantet. Das da auf ungefähr 300 Meter. Das da unten auf ungefähr 200 und das da auf 250. Das war ein glücklicher Zufall, dass ich genau diese Distanzen erwischt habe, aber da man diese schöne Waffe hier nur auf 100 und 200 Meter zeroen kann, werde ich mal auf 200 Meter versuchen, die Target zu treffen. So, das war easy. Hier werde ich schon höher ziehen müssen. Ging auch noch. So, wie viel muss man höher ziehen? Ist eine scheiß SMG, also so. Ja. Naja, das Ding ist natürlich auch für ein Close Quarter Combat oder CQC. Heißt ja Close Quarter Combat, ist Genie. So, dann werde ich mich mal der nächsten Waffe widmen. Und zwar der PM 9mm. Und einige werden das gute Stück kennen. Das hatte man schon mal in Arma 2 bzw. DayZ gesehen. Das ist die gute alte Makarov, ja. Mit der, ich weiß nicht, ob man mit der überhaupt irgendwas trifft, aber es ist zumindest eine. Doch, da unten sehe ich Schüsse ankommen. Der müsste treffen. Warum fällt das Target nicht um? Naja, wie auch immer, das ist die gute Makarov, eine russische Waffe und ich meine zumindest, dass sie russisch sei und die meisten DayZ-Spieler bzw. Arma 2-Spieler werden diese Waffe kennen. Die war damals eine der gängigsten Waffen im Game. Zumindest was die Pistolen anging. Oder Handfeuerwaffen. So, die hatten wir, die hatten wir. Dann gehen wir zur AK-74U. Die heißt natürlich auch in echt so. Finde ich cool, dass Bohemia Interactive es geschafft hat, zumindest was die AK-Reihe angeht, die Lizenz für die Namen zu bekommen. Kennen auch viele Leute 5,45 mm. Also nicht 5,56 wie die ganzen Standard NATO-Rifles. Ich hoffe, ich erzähle gerade kein Bullshit, aber die Standardwaffen in Arma haben ja 5,56 in der. In der Realität basieren ja auch zum Beispiel die G36er-Reihe, das ist glaube ich alles 5,56 und ja, hier die AKS-74U ist 5,45, also ein klein wenig anderes Kaliber. Und naja, ich denke mal auch eher eine Nahkampfwaffe, auf große Distanzen wird man damit, denke ich mal, nicht viel reißen können. Oder? Ja, auf 300 Meter sind natürlich auch noch keine großen Distanzen, ne? Also, mit großen Distanzen meine ich alles so über 600, 700, 800 Meter. Also, wenn ich da oben auf dem Berg irgendwo könnte ich. Okay, ich habe hier wieder Binoculars. Hier müsste aber noch ein Rangefinder liegen. So,
Denk mal, wenn da oben irgendwo was wäre, 2 Kilometer, okay, das ist eventuell ein wenig arg weit. Da vorne der Dschungel, da zum Beispiel, könnte man in der Theorie mit eventuell ein paar anderen Waffen was reißen, aber ich denke mal, mit der AK-Reihe wird da nichts gehen, vor allem da es momentan keine Scopes gibt, die auf die AK passen. Das habe ich gehört. Ich werde das jetzt direkt mal ausprobieren. So, das DMS passt schon mal nicht auf die AK-74U, aber auf der braucht man ja auch eigentlich keinen Scope, weil sie ja auch nicht für die für solche Distanzen gedacht ist. So, den ganzen Crap erstmal hier weg. So, dann gucken wir mal, ob wir auf die gute AK-12. Doch, auf die geht das DMS. Super. Okay. Ich hab's mir schon gedacht. Ich meine, es wäre auch dämlich, wenn ein russisches Scope nicht auf eine russische Waffe passen würde. Boah. So, aber wir wollen natürlich hier erstmal die Standard Kim und Korn Visiere sehen. So. Oh, die Kugel hat aber wenig Dropdown. Ist 762. Vollautomatisch und damit glaube ich die erste Assault Rifle in Armor mit einem 7,62er Kaliber. Oh, die Kugel hat kaum Bullet Drop, das ist ja richtig schön. Die erste 7,62er Kaliber Sturmgewehr mit 30 Schuss im Magazin. Das wird ja, ist, ich sag mal, die erste große Neuerung. Dann die AKM. Gleiches gilt für diese Waffe. Kriege ich auch noch ein Magazin dafür oder sind die Magazine heute schon aus? Ich ist Kacke. Wo liegt ein Stunag Mag? Okay, doch. So, jetzt habe ich ein Magazin in der AKM. Auch diese Waffe kennen, denke ich mal, die meisten Spieler schon. Vor allem aus DayZ damals. Sofern ihr DayZ gespielt habt. Auch eine sehr starke Waffe. Natürlich ähnlich wie die AK-12. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die Unterschiede sind, außer dass sie ein bisschen anders aussehen, eventuell ein bisschen andere Schussverhalten haben, aber ich denke mal, so große Unterschiede wird es da nicht geben. Dann gehen wir zur CAR-95. Die heißt übrigens in echt nee. Doch QBZ95. Ich weiß nicht, wer genau der Hersteller von diesem guten Schmuck ist, aber es ist die erste 5,8 mm Waffe. Das gab es bisher so in Arma auch noch nicht. Ist also ein ganz klein wenig größer als die kleinen 5,56er Waffen. Und 200 Meter Zero, 300 Meter Target, easy. Hat also auch nicht so einen starken Bullet Drop. Ich denke mal, dass das die Stärken dieser der Waffen mit diesem DLC sein wird. Denn das größte Kaliber, was wir hier haben, war auch schon die AK. Es ist nix, obwohl es wird noch eine kleine Überraschung kommen, falls ihr nicht schon längst alle Waffen kennt. Es kommt eine kleine Überraschung, die werde ich euch aber ein wenig vorenthalten. Denn das ist naja, ich finde es ziemlich geil. So, dann haben wir hier die CR-95-1. Ich glaube, dazu gibt es in echt gar kein Gegenstück. Es ist im Prinzip einfach die LMG-Variante der CR mit 100 Schuss. Kann man auf Einzelfeuer oder auch auf Vollautomatik stellen. So, auch natürlich 5,8 mm Rounds. So, dann direkt mal zur nächsten Waffe. Ich merke schon, dass ich das Video wieder viel zu lang mache. So lang wollte ich es eigentlich nicht. Die hatten wir schon. So, die Spar 16. Eigentlich von Heckler & Koch die HK416A5 müsste das sein. Auch eine 5,56 mm Waffe, auch auf Einzelfeuer und oh, das überrascht mich jetzt. Aber naja, dass die ein oder andere Waffe von Heckler und Koch im Kampf eventuell verzieht, hat die Vergangenheit ja gezeigt, nicht?
An alle, die sich an den Skandal der G36 erinnern können. Das ist, glaube ich, gerade mal 2 Jahre her oder so. So. Einfach nur mal, um euch zu zeigen, wie die Waffen hier funktionieren. Aber dieses Waffendesign. In vielen Spielen wird es auch die M416 oder sowas in die Richtung genannt. 416. Diese Kombination und dieses Design gibt es, ich denke mal, in vielen Spielen. So, dann gibt es natürlich auch die 417 bzw. Spar 17. Das ist die HK 417. Hat halt 7,62er statt 5,56 mm. Natürlich ein bisschen mehr Wumms. Aber mein Aiming gleicht es trotzdem nicht aus. So, da haben wir noch ein Target. Und da oben haben wir noch ein Target. Gucken wir mal, 200 Meter. Trifft er auch. So, dann gucken. Auch diese geht vollautomatisch, aber. Okay, der Recoil ist heavy. Aber naja, was erwartet man bei 7,62 mm? Wäre da der Recoil nicht so hart? Wäre es auch ein wenig zu stark, denke ich. So, die hatten wir auch schon. Die Type 115 werde ich ganz am Ende machen. Und hier haben wir eine CMR 76. Und diese Waffe kommt nach der, beziehungsweise heißt in echt QBU 88. Und das ist eine 6,5 mm Sniper Rifle. Ob man es glaubt oder nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie genau sie schießt auf große Distanzen. Oh, man kann auch nicht unter 300 Meter zeroen. Aber bis auf 1400 alles klar. Ich werde auf große Distanzen aber trotzdem lieber bei 7,62er oder größeren Kalibern bleiben. So, dann probieren wir das doch direkt mal aus. Wie funktioniert das denn? Oh, die hört sich dafür, dass es eine 6,5 mm Waffe ist, aber ziemlich heftig an. Vermutlich dafür keinen starken Bullet Drop oder ich meine, irgendwelche Vorteile müssen diese Waffen hier ja haben, ansonsten wird die doch in Zukunft kaum einer nutzen, außer vielleicht das schöne Schmuckstück. Und die AK ist natürlich, die MP5 auch einfach, der Kultstatus dieser Waffen ist so genial. Und diese geht auch nicht im Dauerfeuer-Modus, also. Ja, wobei das Tapfeiern hier auch schon schnell genug ist, da braucht man glaube ich gar kein Dauerfeuer. So, dann. Ah, jetzt habe ich die ganze Munition leer geschossen. Dann nehme ich mir noch einmal das LIM 85. Das ist übrigens das MK46 Mod 1 Modell. Und wenn ihr mal oben hinguckt, auf meine. Oben rechts, seht ihr, dass ich entweder Dauerfeuer oder Ultra Rapid Fire drin habe. Also, ich werde euch sofort mal zeigen, wie das Ganze aussieht. Könnt ihr euch also eventuell vorstellen, was eine andere Neuerung in Arma ist. Und zwar, dass es halt nicht mehr nur noch den Single, wie heißt es, den Burst-Modus, Dauerfeuer und, wie heißt es, Bolt-Action. Er ist ja keine Bolt-Action-Rifle, aber dass es halt nicht mehr diese drei Schussarten gibt, sondern auch noch das mit der doppelten Geschwindigkeit. Das ist jetzt die erste Waffe, bei der ich das gesehen habe. Ist ein ziemlich cooler Modus. Vor allem, da man so, ich denke mal, in dem einen oder anderen Moment dadurch taktische Vorteile haben kann. So, dann kommen wir zu dem neuen Scope. Es ähnelt, dies hier ähnelt natürlich dem AMS, was man ja schon kennt. Dem Iron, nicht Iron Sight, dem Red Dot des AMS ähnelt dies hier ziemlich. Und hier haben wir ein gutes ACOG Sight. So würde ich das mal betiteln. Es ist. In den meisten Spielen sieht ein ACOG Sight ziemlich ähnlich dem ERCO oder ERCO. Ich weiß jetzt nicht genau, wofür das steht, aber
Jetzt werde ich mir das RCO mal nehmen. Ich zeige euch mal kurz, wie die. Ach gut, die hat Schuss. Aber, oh nein. Oh, ich muss hier leider, nochmal kurz minimieren, beziehungsweise in den Editor zurückgehen und mir etwas holen, denn. Ja. Die Überraschung. Der Special dieser Waffe würde so gar nicht funktionieren. Also, wir sehen uns sofort wieder. So, herzlich willkommen zurück. So, da habe ich wieder alle schönen Waffen schön aufgereiht. So, welche war die Waffe? Da ist sie, meine Type 115. Bisher mein Liebling. Natürlich am liebsten ist immer noch mir die AKM und die MP5. Die MP5 ist einfach so eine schöne Waffe. Aber naja, ich werde mal kurz etwas vorbereiten. Und mir fällt gerade auf, ich habe eine Waffe auch noch vergessen. Die werde ich gleich auch nochmal kurz zeigen. Aber zack, 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 zack. Und ihr werdet es eventuell schon erahnen. Man hat in dieser Waffe einmal den Single Shot Mode, den Full Automatic. Dann ist das Ganze leer, wechselt man einfach auf die 50 Kaliber unter dem Lauf. Wenn das mal nicht ein wenig zu stark ist, aber ich denke mal, die 50 Kaliber ist eine weitere Neuerung. Sowas gab es bisher noch nicht, außer natürlich dem EGLM oder sowas, aber es ähnelt ja schon ein wenig den Shotguns, die man sich unter die Waffen klemmen kann in diversen anderen Spielen. Ich denke mal, ich habe es schon ein paar Mal getestet, aber ich glaube, die ist nicht so genau wie auch mit so einem kurzen Lauf da unten. Aber an sich ist es einfach so genial, dass sie doch noch auf neue Ideen kommen und nicht einfach immer nur neue und stärkere Waffen wie beim letzten, wie beim Marksman-Patch reinbringen. Das ERCO geht übrigens nicht zu Zeron. Ich meine, kennt man ja vom MRCO, RCO, ARCO etc. Den normalen Assault Rifle Scopes, dass die nicht wirklich zu Zeron gehen, dafür da unten so viele Striche haben, dass man eigentlich bis auf 1 Kilometer damit ganz gut auskommt. Ja, das war das, was ich euch auf jeden Fall zeigen wollte. Die paar neuen Waffen. Eine Waffe gibt es noch. Die werde ich euch sofort mal zeigen. 6,5 mm habe ich hier nichts mehr. Auf jeden Fall, es gibt auch noch einen neuen Schalldämpfer, der nicht mehr einfach nur Sound Suppressor heißt, sondern Stealth Sound Suppressor. Ich weiß jetzt nicht genau, was der bewirkt, aber ich könnte mir vorstellen, dass er unter anderem bei LMGs oder sowas oder bei generell Waffen komplett den Muzzle Flash, also im Prinzip das Mündungsfeuer, komplett unterdrückt. Ich bin mir, was das angeht, aber noch nicht sicher. Werde, sobald ich irgendwas darüber weiß, das natürlich irgendwie versuchen, ins Video per Notification einfügen zu lassen oder ähnliches. So, dann mache ich hier nochmal ganz kurz einen Cut und bin dann noch einmal sofort wieder da. So, herzlich willkommen zurück. Und zwar der gute alte RPG 7. Ich meine, es ist zwar nicht der beste Raketenwerfer, aber es hat halt einfach Stil. Es hat viel mehr Stil, als wenn ich da jetzt mit einem PCML auf irgendwie oder mit einem, wie heißen die anderen, Titan Launcher auf einem Kilometer, 2 Kilometer, 3 Kilometer sitze, irgendwas anvisiere und dann einfach nur abdrücke. Da gehört, ich sag mal, nicht so viel Können dazu, aber hier mit so einem RPG 7 auf Distanz zu treffen, ich denke mal, das ist um einiges schwieriger. Und außerdem, es hat einfach fucking Stil. Ja, guckt euch dieses Ding an. Man kennt es, ich glaube, es ist der berühmteste Raketenwerfer der Welt, weil er einfach so monströs geil aussieht. Und natürlich, wenn sie schon die Makarov auf und die drei hübschen AKs reinbringen, müssen sie ja auch eigentlich den Raketenwerfer reinbringen. Mal gucken, ob ich was treffe. Ja, und es macht Bumm. Oh, das gefällt mir richtig, das Ding. Ich werde, glaube ich, nur noch damit rumlaufen, auch in meiner Freizeit. So, ja, wie ihr übrigens seht, ich habe hier das Gendarmerie. Ich kann kein Französisch, verzeiht mir. Outfit an, auch ein neues Outfit, glaube ich. Ich habe es zumindest vorher noch nicht im
Virtual Arsenal gesehen und jetzt das erste Mal. Und ja, ich werde noch ein Video einmal zu Tanoa machen, wo ich mir einmal die Insel ein wenig genauer angucke. Hier haben wir jetzt zumindest schon mal, ich weiß gar nicht, wie das Gebiet hier heißt, die Red Springs Surface Mine. Ja. Die haben wir uns hier jetzt schon mal ein wenig angeguckt. Aber man sieht, der Dschungel ist schön und da will ich auch noch mehr von zeigen. Und natürlich die ganzen Fahrzeuge. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es mich wissen. Falls ihr irgendwelche Fragen oder ähnliches habt, lasst es mich wissen und haut rein.